Ich meine, wie geht's dir? Gut. Warum fragst du nicht, wie es mir geht? Gut. Mach dich an. Ich meine, mit wem redest du? Coco. Wo ist denn Coco? Da. Hallo? Coco, wo bist du? Okay, ich komme. Okay, Coco. Okay, Coco. Coco, ich hab dich verfunden. Imani, Coco ist doch in deiner Hand. Er telefoniert nicht mehr mit dir. Du kannst das Handy wegmachen. Warum hat denn Coco nichts an? Coco, was ist los mit dir? Imani, warte. Coco muss sich anziehen. Da sind seine Klamotten. Ich meine, ich habe eine Frage. Was? Wer ist Coco für dich? Ey, was haust du denn hier auf die Glatze? Ich meine, ist er dein Kumpel? Ist er dein Vater? Ist er dein Bruder? Wer ist er? Er ist Coco. Ja, aber was ist er denn? Coco. Ja, aber ist Coco für dich eine Puppe? Nein, er ist Coco. Ist Coco für dich ein Baby? Nein, er ist Coco. Aber irgendwas muss er doch für dich sein. Coco ist mein bester Freund. Ach, so ist das. Luisa, jetzt weiß ich, wer Coco für sie ist. Wer? Den Hund. Ein Hund? Sag stopp. Leute, wir gehen ein Passfoto für Nidal machen. Imani, alles okay bei dir oder bist du müde? Nein. Du bist nicht müde? Nein. Bleibst du wach? Ja. Leute, ich sag's euch, sie bleibt niemals wach. Wir müssen auf jeden Fall das erste Passfoto für Nidal machen. Er hat noch keine Passfotos, er hat noch keinen Ausweis. Man könnte sagen, der Typ ist illegal in Deutschland. Der hat nichts. Wenn jetzt die Polizei kommt und ihn fragt, können sie sich ausweisen, kann er nicht. Deswegen, wir müssen uns um seine Papiere kümmern. Sie schläft. Ey, seit wann schnarcht sie? Das hat sie nicht von mir. Auch nicht von mir. Von wem sonst? Von Coco oder was? Luisa, was machen wir jetzt mit dem Passfoto? Entweder du gehst oder ich. Bleib im Auto mit Imani, ich gehe mit ihm das Passfoto machen. Schaffst du das? Dein Ernst? Ein einfaches Passfoto machen? Mit dem kleinen Pupser? Wird schon, mach dir keine Sorgen. Ich denke, ich krieg das hin. Leute, ist sehr windig, ich hab Angst, dass er krank wird. Hallo, ich bräuchte ein Passfoto für den... Das ist perfekt. Wir haben's. Sehr gut gemacht. Ey, Luisa, du glaubst es mir nicht. Er war die ganze Zeit ruhig. Er war komplett ruhig. Er lag da, er war glücklich auf dem Boden. Auf dem Boden? Auf dem Boden haben wir ihn hingelegt. What's going on here? Okay. Willst du sehen? Ja, zeig. Zeig ich dir nicht. Zeig mal jetzt. Ich schwöre, die sind so süß. Zeig. Bist du bereit? Ja. Was soll ich? Zeig mal. Wie süß ist das Foto? Übertrieben, ne? Ey, was ist los? Ich glaube, er will wieder Fotos machen gehen. Luisa, ich sag dir, er muss zum Friseur. Er muss zum Friseur, was? Was sind das für Seiten? Er sieht aus wie ein Opa einfach. Ey, wa, ey, wa. Ich hab eine Vision und dann runter, okay? Okay. Da und dann runter, okay? Okay. Da? Ja. Du kannst auch ganz nach oben, aber pass auf, sei sehr vorsichtig, okay? Ich bin wieder da! Ey, Mani ist wieder da. Und wie war es da oben? Anstrengend. War anstrengend, da hochzugehen? Ja. Ey, Mani, weißt du, wer immer so macht? Cristiano Ronaldo. Dein Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Genau, kennst du Messi? Was macht Messi? Was macht Messi? Keine Ahnung, aber kennst du Messi? Was ist Messi? Ey, Luisa, deine Tochter weiß nicht, wer Messi ist. Aber sie weiß, wer Ronaldo ist. Wie macht Ronaldo immer? Aber weißt du, was für eine Sportart die machen? Ja. Was machen die für Sport? So. Wie heißt der Sport? Spielen die Basketball, Volleyball, Fußball oder Tennis? Tennis. Die spielen kein Tennis. Ich meine, komm, wir gehen. Wo? Willst du Chips kaufen? Ja. Ja, komm, wir gehen Chips kaufen. Komm, wir gehen Chips kaufen. Chips! Welches? Das oder das? Welches? Wie
Leute, sie weiß einfach genau, wo das Regal ist, wo ihre Lieblingschips sind. Sie ist hier gerade einfach von alleine hingelaufen. Ich meine, wir machen ein Experiment, okay? Wir legen die Chips kurz hier hin und du kommst kurz mit, okay? Wir gehen jetzt im Laden nach hinten und Imani zeigt uns, wo die Chips sind. Sie muss das alleine finden. Wenn du das Regal mit den Chips findest, bekommst du sogar zwei Packungen. Zwei? Ja, komm mit. Hier geht's los. Schaffst du es wieder, uns zu den Chips zu führen? Ja. Wo sind die Chips? Wo sind die Chips? Nein, nein, nein. Darf nicht sein. Wo sind die Chips? Eis. Sie hat die gefunden, Leute, und sie hat sich direkt zwei rausgenommen. Imani, wenn das piept, heißt das, dass du geklaut hast, dann hast du es nicht bezahlt. Okay, wir müssen jetzt wieder zurück. Warum? Anscheinend hat irgendwas nicht geklappt und wir klauen nicht. Wenn du wegrennst, denken die, du hast geklaut. Du musst jetzt wieder zurückgehen. Geh mal zurück. So, was hast du in der Tasche, Kind? Die Jacke, die ist neu, denn, ne? Ja, die Jacke. Imani, wir haben alles gut bezahlt. Sie meinte, es kann an deiner Regenjacke liegen, dass da irgendwie irgendein Code irgendwie wieder aufgeladen wurde und deswegen hat es gepiept. Aber wir haben alles bezahlt. Wir haben nicht geklaut, oder? Haben nicht geklaut. Hey, wa. Hör mal die Sheet an, bitte, von Gary. Gary, die Schnecke von SpongeBob? Ja. Was ist mit ihr? Die SpongeBob, die Gary weg ist. Gary ist weg. Ja. Wo? Das ist das Lied. Ach, da gibt's ein Lied? Ja. Wie heißt das Lied? Gary come heim. Ach so. Sag das doch gleich. Hab ich doch. Wir suchen das jetzt auf YouTube. Auf YouTube. 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 Nicht YouTube. 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 YouTube? Ja. YouTube. YouTube. Gary. Komm heim. Gary, komm heim. Das Lied? Ja. Gary, ich weiß, es war falsch von mir. Nun sitz ich ganz alleine hier. Gary, komm heim. Komm heim, denn ich vermiss dich so, Gary. Haben wie der Gary. Du willst eine Schnecke haben wie Gary? Von wo soll ich dir jetzt eine Schnecke holen? Kaufen. Kann man Schnecken kaufen? Wir können ja rausgehen und gucken, ob wir draußen eine finden. Wo sind denn Schnecken? Im Busch. Im Busch? Im Busch. Hey, Leute, wir fahren jetzt zu Mila. Wir sind auf der Suche nach einer Schnecke. Weil Gary ist eine Schnecke und wir wollen jetzt eine eigene Gary. Und Mila meinte, sie weiß, wo es Schnecken gibt. Deswegen fahren wir jetzt zu Mila. Ja. Ich ruf mal Mila an, ja? Ja, Mila? Ja? Wir kommen jetzt, okay? Ich komme, Mima. Imani, komm, du bist die Beste. Du bist die Beste. Wir sind in 2 Minuten da, Mila. Hey, wa. Imani. Imani. Ich hab dich so vermisst. Imani, siehst du eine Schnecke? Ja. Wo denn? In die Blume. In die Blume? Ja. Hier ist aber keine. Gibt's hier keine Schnecken? Imani, ich sehe keine Schnecke. Habt ihr eine gefunden? Leider nicht, Luisa. Mila, kannst du uns beim Suchen helfen? Ja. Ey, Leute, ich sag euch so, wie es ist. Wer von euch Gary findet, ich gebe ihm direkt 50 Euro. 50 Euro? Ich werde sie als erstes finden. Ich hab eine! Da! Bitte 50 Euro. Bitteschön. Ich hab eine. Wo hast du eine? Ich glaube, sie lügt, sie hat keine. Warum lügst du? Papa, ich habe auch eine gefunden. Zeig. Wow. Mila, die ist klein. Für so eine kleine kriegst du maximal 5. Okay, dann gib mir 5. Ich hab's mir anders überlegt. Du kriegst nur 1 Euro. Dann gib 1. Here we go. Here we go. Wollen wir die Wettrennen machen lassen? Ihr seid live dabei, wie Imani Schnecke und Mila Schnecke ein Wettrennen machen. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Mila, was will deine Schnecke von unserer Schnecke? Ey, Mila, deine Schnecke klettert auf unsere Schnecke. Geh runter. Ey, was ist das da? Kacke? Kacke.
Ah, ja, sie hat gekackt. Von Gary verheiden? So richtig nicht, aber wir bauen jetzt für Gary ein kleines Zuhause. Hier wird Gary wohnen. Milas Schnecke soll auch da rein? Ja. Mila, wie heißt deine Schnecke? Kokoloko. Kokoloko? Kokoloko. Okay, wir haben ein Zuhause für Gary und Kokoloko. Jetzt Deckel drauf. Nein, nicht Deckel drauf. Damit die noch frei bleiben, weißt du? Gary und Kokoloko kommen jetzt hier hin. Das sind jetzt unsere Haustiere. Luisa, wir haben sogar ein Zuhause für die gebaut. Gary und Kokoloko. Gary ist die Schnecke von Imani und Kokoloko von Mila. Bessere Namen sind dir nicht eingefallen? Die haben die Namen selber ausgesucht. 20 Minuten später. Gary weg. Ey, Mila, die sind weg. Oh no, Gary. Oh no. Gary, dein Ernst? Gary, weiß von mir. Komm zurück. Gary, bitte. Ey, das Einzige, was Gary hinterlassen hat, ist seine Kacke. Imani hat gekackt und ist gegangen. Oh no, Gary, Kacke. Oh no. Ey, Kokoloko ist auch weg. Nein, wo ist Kokoloko? Kokoloko, komm zurück. Kokoloko und Gary sind weg. Wie konnte das passieren? Die sind abgehauen. Aber das sind Schnecken. Wie konnten denn so schnell sein? Ich weiß es nicht. Oh no. Ey, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Imani schläft, aber der Bratan hinter mir will nicht schlafen. Jetzt tut er so, als wenn er schläft. Er lässt sich nicht ablegen. Er will in dieser Trage bleiben. Die ganze Zeit. Das Ding ist, irgendwann müssen wir auch schlafen. Irgendwann müssen wir ihn auch ablegen. Aber nicht mal dann will er schlafen. Er will am liebsten immer hier drin schlafen. Wie so ein Känguru-Baby. Was soll ich jetzt machen? Du machst gar nichts. Ich gehe was aus dem Keller holen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. So. Ab in den Keller. Wenn ihr unsere alten Videos geschaut habt, wisst ihr alle, was ich suche. Dieses Ding, wo Luisa Imani immer abgelegt hat. So ein Schwingteil. Ein Baby legt sich da rein und dann macht das Ding so. Es schwingt. Hier irgendwo ist unser Keller. Oh no! Wie soll ich jetzt dieses Teil hier rausholen? Rumholen hilft nichts. Auf die Suche. Das Teil gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, ich habe alles. Das Ding ist aufgebaut. Bring ihn her. Er wird niemals da drin ruhig sein. Man kann es versuchen. Sieht gut aus, oder? Das ist ja ein Wunderding. Das Ding ist krass. Glaubst du, er ist gerade ruhig wegen dem Ding? Ja, er fragt sich, wie das, glaube ich, gerade funktioniert. Was, dass wir ihn beide beobachten? Ihr müsst euch so vorstellen, aus der Sicht von Nidal sieht die Welt gerade so aus. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?